Good morning. Meeting verlassen, ja. So, Anstand. In 5, 4, 3, 2, 1. Und 30 Sekunden bleiben wir stehen. Noch 15 Sekunden. Lange nicht gemacht, wir rollen hinter und geben die Grätsche vorne. Und jetzt 4, 3, 10 Mal. So, jetzt noch für die Dumbbell-Fraktion beim Kreuzheben, jetzt beim Kraftteil, Rumänien Deadlift, ich zeige mal von der Seite, da machen wir mit den Beinen so gut wie gar nichts, sondern arbeiten überwiegend über den Bänder Good Mornings aus dem Rücken und kontrolliert und nicht zu schnell. Das heißt, nur so aus dem Rückentrecker und guckt, dass die Beine an der Seite kurz am Boden berührt. Das geht natürlich auch bei dir, Edeline, in der Langhantel. Ja. Was du Rumänien machst, weil du hast ja nicht so viel Gewicht, falls die dort in der Nähe liegt. Die liegt in der Nähe, ja. Die ist schon bestückt mit 50 Kilo. Und, 50? Okay. Und ich fange erstmal mit 30 an, okay? Ja, alles gut. Zeig mal bitte deine Deadlift. Stell mal ein bisschen seitlich hin und beide Seiten berühren den Boden, bitte. Beide Seiten berühren den Boden, bitte. Eine Seite berührt den Boden ein. Ja, so ist alles richtig. Jawohl. Schön Spannung im Rücken halten. Geh nochmal lang. Bisschen langsamer arbeiten, ja? Du brauchst die Beine nicht komplett gestreckt halten, du kannst sie leicht anwinkeln, aber dann lässt du sie dir winkeln, ja? Okay. Mach mal bitte. Leicht anwinkeln. Ja, besser. Wunderbar.
Genau. Und für Susi und Dagmar und Jochen, ihr könnt gerne von Runde zu Runde das Gewicht ein bisschen erhöhen. Die Rumänen Deadlifts machen, die machen bitte immer 10 mit moderatem Gewicht. 10 Wiederholungen, alle anderen machen 5. Aufgabenstellung soweit verstanden erstmal? Ja. Ja. Okay. Sollte also immer noch Zeit sein, um die Gewichte zu tauschen. Ich packe mal gleich schnell das Startgewicht raus. Eine technische Frage. Ja. Wie weit stehen denn die Beine auseinander? So, dass noch ein dritter Fuß dazwischen passt oder noch breiter? Also bei mir beim Deadlift, beim normalen Deadlift, merke ich immer wieder, dass mir der Knienstand, der ist ja auf Hüftbreite, zu eng ist. Und der Squatstand, der ist eigentlich auf Schulterbreite zu breit ist. Deswegen stehe ich immer auch zwischen Knie und Squatstand. Okay. Ja, das ist also eine Mischung zwischen Hüftbreite und Schulterbreite. Mhm. Ja, das musst du wirklich so ein bisschen mal rausfinden. Das mag jeder auch individuell anders. Erstmal was töten. So, ich starte heute mit 120 Kilo. Das ist aber wenig. Wer hat sich da geräuspert? Alle? Doch, 120. Doch, haut hin. 60 mal 2 sind 120, ja genau. Okay, ihr Lieben. Tut dir nicht weh, Jochen. Ja. 120 Kilo, das steht. Um die Zeit muss ich selber lachen. Okay, also fangen wir an. Hast du drauf, Susi? 65. Oh ja, ich habe Glück gehabt. Und du? 70 natürlich. Ah, ist klar. Jetzt, wo die Ballerin nicht da ist. Ja. Wie viel? Ja. 38, 42. Ich kann ja nur rausgehen. 47 oder so. Noch 10 Wiederholungen, weil ich
nicht mehr Gewichte habe. Echt jetzt? Ja, nein, ich habe nur die Langhantel maximal 48, glaube ich. Ach so. Ja. Okay. 48. Was lachst du niedlich, Samantha? Wie du so gucken gekommen bist, so. Ach so. Okay. Ja, und dann wieder weg. So, okay, ciao. Ah. Ah. Ich habe deswegen so, ach so gesagt, weil ich dann schon überlegt habe, okay, was machen wir denn gleich mal im Workout? Warum? Ich schon meine Bauzellen, also arbeiten. Das passt nicht mit Workout an. Das ist klar. Ja. Ist schon klar, ist schon klar. Ne? Also ich wollte ja, aber ich konnte nicht, weil ich mehr Gewicht hatte. Ja, aber dann guck mal, dass du das Maximale, was du aufpacken gehst, raufkommst. Und dann guck mal von der Wiederholung, ob wir da vielleicht ein paar mehr machen. So, vorletzte Runde. Das wird schön. So, letzter Durchgang. Oh. Ja. So, ihr könnt schon mal eure Handstand kurz abgeben, vorbereiten. Aber ich möchte erst kurz, bevor ihr den ersten macht, noch kurz die Halsmeditation mit euch machen.
Also vorbereiten könnt ihr schon. Oh Gott. So, dann guckt ihr mal zu mir. Halswirbelsäule ist ein ganz, ganz sensibler Bereich, gerade bei den Hinsen Push-Ups. Deswegen machen wir jetzt mal 10 große Kopfkreise pro Richtung. Zählt bitte bis 10 und schön über den Nacken und über die Brust abrollen. Maximal. 10, Richtungswechsel. Oh Gott, das knirscht. Knirscht es bei uns auch so? Ja, ja. Das ist wie Luftpolsterfolie. Das ist ja furchtbar. Bei dir auch, Sam. Ja. Ab 30 ist es Brustfolie. Als hätte ich Knisterbrause im Kopf. Oh, jetzt ist mir schwindelig. Oh Gott, einfach knistern. Oh nee. So, dann noch 10-mal intensiv nach links und rechts über die Schulter gucken. Richtig den Kopf reindrehen, als wenn ihr den Kopf um 180 Grad nach hinten drehen wolltet. Also 5-mal pro Seite, 10-mal insgesamt. Oh Gott. Okay. Also, Susanne, du machst wahrscheinlich Kipping-Technik, oder? Ich versuch's. Jawohl, ich werde auch leichte Kipping-Technik machen, mit einer leichten Erhöhung. Sag mal, du bleibst bei denen, mit deiner Halswirbelsäule bei den Zwicken, gell? Ja. Okay. Kann man alleine machen, mal schauen, wie weit ich da im Augenblick runterkommen. Ja, also du musst nur aufpassen, dass du die 10 Wiederholungen in der ersten Runde nicht unter 5 Sekunden machst, ja? Dann bin ich schon glücklich. Okay. Ja, weil es ist immer derselbe Spruch. Ja, ich muss mal gucken, wie es geht und dann so drrrr. Na, kannst du dir erinnern, was wir gestern Push-Press gemacht haben? Mal schauen, was da ist. Okay, dann macht mal jeder ein paar Wiederholungen in seiner Skalierung. Ich gucke mir das gleich nochmal an. Ich lebe hier beide so. Ich bin mal. Wie so ein. Machst du uns aus oder an? Aufziehmännchen. Los? Oh Mann. Hätten wir jetzt eine halbe Stunde lachen jetzt. Lachflash. Anstrengungs-Lachflash. Oh. Scheiße. So, Adelaide, komm mal runter, komm mal runter. Komm mal runter. Jetzt nimmst du mal die App mit unter dem Kissen weg, bitte. Oh, nein. Er hat's gesehen. Du machst den ganzen Spaß normal. Scheiße. Ich kann gucke, dass nicht. Dass das Kinn an der Brust bleibt, dass du stabil an der Wand stehen bleibst. Denn jawohl, und jetzt, ich hätte fast gesagt, mit den Haaren das Kissen berühren, aber das ist ja schon, wenn du stehst, so. Das ist zu tief, das schaffe ich nicht. Dann leg dir eine Plate oder irgendwas drunter, aber das mit dem App mit, das war zu viel. Bei der Sam gefällt mir das ganz gut. Dagmar, darf ich deine Nummer sehen, bitte? Was hast du da drunter unter dem Kissen, Dagmar? Hand hoch. Meine Plate habe ich nicht mehr, es ist auf der Stange. Ja, ich habe auch keine mehr. Okay, also aber ich glaube, was hast du für ein Gefühl? Ich glaube, die sind jetzt nicht zu langweilig, oder? Bitte? Die sind jetzt nicht zu langweilig, glaube ich, oder? Ja. Ich muss wirklich darauf achten, dass ich berühren kann, weil das muss ich schon weit runter. Unser so, grundlicher gedanklicher Tipp, wo ich rausgefunden habe,
dass die Hände wirklich dann vorm Kopf landen, dass immer der Kopf Richtung Wand geht beim Handstand Push-Up. Adelaide. Naja, es kommt darauf an, was du machst. Ja, also wenn du Kipping-Technik machst, dann stehst du tendenziell eher im Dreieck. Das heißt, der Kopf bildet ein Dreieck mit den Händen. Und beim Strikten bist du eher fast in einer Parallelen. Ja, also da musst du schon ein bisschen unterscheiden, wo die Hände sind, weil beim Kipping beuge ich natürlich meine Hüfte nach hinten, sonst falle ich um, wenn die Hände zu sehr am Kopf sind. Und beim Strikten arbeite ich eher fast auf einer Linie. Ja. Aber du hast schon recht, du gehst so leicht beim Strikten, ich kann es so machen. Einfach mal über ein bisschen nach vorne und nimmst dich hier wieder rein. Aber hier bin ich in einer Linie, dann gehe ich hier kurz vor und wieder raus. Ja. Jochen berührt die Matte immer mit der Stirn anstatt mit dem Kopf. Das ja, weil meine Stirn eher dran ist, weißt du? Die Einhorntechnik. Ich empfehle auch einen Dutt, weil dann ist man auch näher am Boden. Ah, also, habe ich vergessen. Ah, super. Adelaide, für dich. Danke. Ja, Adelaide, Kinn runter, jawohl, besser. Oh. Jawohl, gut. So, okay. Susi, wenn du merkst, AX, du bleibst hängen, dann ja, lieber die beiden Plates wegnehmen, dass du nur eine Matte hast, okay? Mhm. So, dann haben wir die ersten beiden Übungen, dann haben wir noch den Wallwalk, beziehungsweise, was rede ich vom Wallwalk? Ich kann den eigentlich rausschmeißen. Wir machen 4 Meter Handstandlauf. Das heißt, ich zeig's kurz und ihr macht's kurz nach. Klar, so geht das. Ah ja. Wie schön ist das so? Ja, sehr schön. Mega. Ja. Ja. Du musst den Pulli also, unten drum binden. Bin ich immer neidisch. Die Dagmar läuft mit mir zur Wand. Und die Sam wollte ich aber, du hast jetzt da hinten schon aufgebaut, aber eigentlich bist du auch schon so weit, dass du zur Wand läufst. Dagmar, du machst ja immer so 1 Meter oder 1,5, oder wie viel ist das immer bei dir? Ja, ich glaube, 2 Meter sind es maximal. Die du gehen kannst zur Wand? Ja, ja, die kann das schon super. Dann machst du 2 Wiederholungen pro Runde, weißt du? Deswegen frage ich, weil wenn es 1 Meter wäre, würden wir so 3 machen, weil sonst dauert es zu lange. Komm, bitte Schwung nehmen, dass die Füße, bitte Schwung nehmen, Sam, dass du Richtung Wand knallen willst. Und dann musst du laufen. Ja, aber genau so will ich das haben. Und so müsste es eigentlich auch die Susi machen. Susi, das kannst du auch wie die Sam, ganz ehrlich. Oh, warte mal, ich sehe die Sam nicht. Sam, würdest du noch mal? Mama, bitte. Gucke mal. Die ist so 1 Meter von der Wand weg. Und dann geht sie dreimal zur Wand. Ja, ich versuche. Ja, 3-mal zur Wand für Sam und Susi, 2-mal für Dagmar, wenn du weiter weg bist, Dagmar. Und Eddie, du machst die beiden Warwalks, ja? Ja, bis klar. So oft nicht, mache ich einfach 4, oder? Weil ich so oft stehen bleibe. Weißt du, was ich meine? Ja, aber 4 bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das dauert zu lange vom Hoch- und Runtergehen. Weißt du? Dann geh lieber auf 3. Wenn du meinst, bei 2 ist zu wenig, dann geh lieber auf 3. Okay. So, ich muss kurz meine 4 Meter her. Wie viel Gewicht hast du, Jochen? 150. Jetzt habe ich 220. Ja. Aber es sind, warte mal, was sind AX? Jawohl, ich habe alles richtig gemacht. Frauen sind 70 AX, ich habe 85, da bin ich schon mal drüber. und für Susi 100, ja? So, Wiederholungszahl. Nee, Susi, du machst AX, oder? Ja, ich überlege, wie viele Pausen darf man denn machen, wenn ich jetzt 10 Wiederholungen habe? Naja, Trinkpausen mal gar nicht und insofern auch so, ja, nur Atempausen. Nein, du machst mit den 70 Kilo, die beherrschst du sicher. Ich werde wahrscheinlich mal bei den ersten großen Runden vielleicht mal eine kurze Pause machen. Das wird sich dann so zeigen, wie man in die Handstand Push-Ups reinkommt. So, Dagmar, jetzt nochmal. Du hast jetzt 50 Kilo drauf. Habe ich das richtig verstanden? 47. Ich habe jetzt gesteigert im Kraftteil. Und habe 7 Stück durchmachen können. Also ich habe die nicht im Arm durcharbeiten können jetzt am Ende. Also ich habe trotzdem das Gefühl, dass dann die 10, 9, 8 und so weiter ein bisschen wenig sind, oder?
Also ich würde dir gern pro Runde 3 Wiederholungen mehr geben. Du machst einfach pro Runde 3 Wiederholungen mehr. Dann ist es einfach zu rechnen, okay? Ja. Und bei Sam und Adelaide, ihr beide könnt jetzt normale Deadlifts machen mit den Dumbbells, aber berührt, also normale meine ich, ihr könnt mit den Knien mit runter, das sollte mit den Knien mit runter gehen. Berührt aber mit beiden Seiten der Dumbbell bei jeder Wiederholung den Boden. Aber ich habe okay, doch die Langhantel. Und was hast du drauf? 50? 50, ja. Dann machst du es so wie Dagmar, dann machst du auch mal 3 Wiederholungen mehr. Und Samantha, okay, du machst 5 Wiederholungen mehr. Wir machen nicht das Doppelte, das dauert einfach zu lange. Du machst 5 Wiederholungen pro Runde mehr und berührst mit beiden Seiten den Boden, okay? Mhm. Alles klar. Aber Handstand Push-Ups ist normal 10, ne? Da bleiben wir ganz normal, ja. Ich werde sterben. Ich mach's. Oh Mann. So, ich muss kurz hier noch. Das hat man davon. Man lässt sich von der Tochter motivieren und dann macht die gar nicht mit. So sind sie, die Rabenkinder. Ja. Aber rund arbeiten ist eh immer angenehmer wie rauf. Ja, das stimmt. Das stimmt auch. Das stimmt. Das ist so ein, für den Kopf irgendwie. Ja. Wir machen 2 mehr, ne? Also 12 dann. Okay. 3. Drei. 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 Samantha, Mensch. Ich muss 5 ja mehr machen. Toll. 1, 2, 3. Alles klar. Drei. Ich verstehe nur Portugiesisch, von daher. 2. Okay. Ihr Held der Arbeit. Musik. Man, sind das lange Wege heute hier. Bringen wir zurück. Schnell noch Musik. So, heute mache ich mal die Spielliste exklusiv von Susi. Hatten wir lange nicht. No more us for you to blame. Just our song that we left. Also ich verstehe das richtig. 10 Deadlifts, 10 Handstand Push-Ups und dann mache ich 2 Wallwalks, ja? Okay. Ach nein, 13. Ja, ja, bei Adelaide muss man schon immer aufpassen mit Zählen, das ist nicht so die Kernkompetenz. Ja? Ah, da kenne ich andere. Ganz, also schön die Kirche im Dorf lassen. Scheiße, stimmt. Ja, ja, ja. Ne? Immer, ja, immer an den anderen haken und dann selbst, ja, ja. Aber ja, übrigens, Time Caps sind 20 Minuten übrigens. Nur zur Ablenkung. Ja. Ja, du hast recht. Ja, ja. Ich gestehe feierlich. Ja. Also da war aber wirklich deine Tochter dran schuld. Das hast du von der Mama gelernt. Sind ja immer die anderen, genau. Ja, 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 ja. 10 Sekunden! Schluss mit lustig hier. Ja, fertig jetzt. Los. Das war eh ernst. Ja. Make me feel like, you make me feel like I can breathe deeper, my worries are the weaker and you make me realize, now I don't need to hide, I'm safe as my pain, whenever you call my name. Oh. Oh. As it touches my skin, and it all starts bright.
Oh my god.
Das heißt, wir müssen zwei Runde, eins, drei, Rückenspannung halten, drei, vier. Ich könnte ruhig schon gehen. Weiter. Zwei Stück. Und zwei noch. Eins, zwei und zwei Warwalks.
Komm, das geht sich gut aus. Das geht sich aus. Eins, noch einer, komm. Kein Stress, Edinette, schaffst du locker. Klar. Also, mach langsam, aber beeil dich dabei, ja? 19 Minuten sind um, letzte Runde, drei Stück. Eins, Rückenspannung, zwei, drei, ein Handstand, Push-Up. Schönste. Das waren nur noch vier, oder? Eigentlich vier, ja, egal. Ja, ach so, stimmt. Wie ein, ja, stimmt. Ja. Eins plus drei sind drei. Ich mach noch. Ich mach gleich noch. Mach gleich noch einen, dann ist gut. Ja. Ja. Eigentlich muss ich den machen. Hat mich aus dem Konzept gebracht. Weiter. So, jetzt noch einer. Komm. Einen Deadlift hast du vergessen. Alles gut. 19, 43. Oh Gott. Adelaide. So, Susi, du hast Mädchen. Was hast du für Gewicht? Du warst alle Alex, oder? Jo. 15, 18. Aber Handstand. Oder 15, 18, Jochen. 18, 15, habe ich verstanden. Ja, alles gut. Ja. Ach, mach, was du willst. Aber mach. Ich greife euch schon, aber ich weiß gut. Bei dem einen ziehe ich einfach ein bisschen falsch. Das schaffst du niemals. Also, du hast jetzt wie viel drauf gehabt? 50? 50, ja. 50 Kilo, jawohl. Plus 3 schreibe ich, der Rest ist 10. Sag mal auch 50 plus 3, gell? Oder 47 plus 3, ist egal. Plus 3. Du bist dann auf der Warbox umgestiegen, habe ich gesehen, oder? Ja, weil Handstandlauf hat nicht geklappt und ist dann zu wenig anstrengend gewesen, jetzt habe ich die Warbox reingenommen. Zu wenig anstrengend? Achso. Ja, so, die Belastung. Ja. Ich hatte Frauen RX Plus. Und Handstand Push-Up skaliert und Samantha hatte 2,15 und plus 5 Wiederholungen, gell? Ja. Ich glaube, das hat gut gepasst, Sam, oder? Ja, das war, also ich war ja so schnell fertig. Also für die Abendklasse kannst du ja das lassen mit doppelten Reps, glaube ich. Du warst mit 21, gell? Ja. Ja, ja, also wir waren alle so um die 15, ja. Also insofern. Nee, es geht ja nur darum, du hast ja, guck mal, Susi hat ja 1,15,18, du hast 15,21. Insofern müssen wir uns ja da orientieren, was die AX-Leute machen, weißt du? Insofern, glaube ich, passt das schon ganz gut. Hast du meine Zeit? Also, Samantha 15,21, Jochen 14,57, Dagmar 17,19, Adelaide 19,43, Susi 15,18. That's what I... Taxi. So, ihr Lieben, jetzt kommen wir mal zum gemütlichen Teil. Ja. Zu den Barmuscle-Ups. Also, wer keine Barmuscle-Ups kann, alles okay. Nicht schlimm, weil dann machen wir Ringmuscle-Ups, okay? Also insofern müsst ihr euch dann erschrecken. Ja? Nein, wer keine Barmuscle-Ups machen kann, physikalisch, was auch immer. Der macht bitte Devil Press mit zwei Gewichten. Und zwar noch in der Folge, dass wir einen Barmuscle-Up machen oder einen Devil Press und dann zwei Shuttle Runs. Dann 2, 4, 3, 6 und so weiter. Also die Shuttle Runs immer das Doppelte von den Muscle-Ups. Ich sage gleich, Susanne, ich mache Muscle-Up, weil ich versuche wieder Muscle-Up zu machen. Ich habe es seit hunderten Jahren nicht gemacht. Ich mache mit dicken Band, aber ich mache nicht aufsteigend, sondern ich versuche immer 1-2 zu machen. Weil alles andere macht keinen Sinn bei mir. Und das kannst du für dich entscheiden, ob du einfach bei der Anzahl bleibst, aber mit dem, du machst gesprungen, sehe ich, oder? Genau, ich wollte mal wieder Jumpings machen, habe ich Ewigkeit nicht gemacht. Ist auch ein Anfang. Ja, eigentlich ein guter Alternative. Ja, hey! Sag mal, bei dir geht es von der Höhe nicht ganz, oder? Du würdest gerne, aber es geht von der Höhe nicht. Das wäre cool, aber ich habe
Die Decke zu nah dann am Kopf. Ah, ja. Mist, ja. Dass es ausgeht. Ob es breite Band nochmal, die würde ich halt mit dem dünnen Band einfach machen. Genau, ja. Mach das, die Chattenbar, ja. Habe ich richtig verstanden, aber du machst Chattenbar. So, ich muss mich erstmal vorbereiten. Also, ich fange noch nicht an. Oh Gott, Schwachsinn. So. Ein bisschen reinmuscheln. So, jetzt habe ich hier alles schön zugestellt mit meinem blöden Fahrrad. Oh, ja, 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 ja. Oh, genau. Seid bloß, oh, froh, dass ihr ein bisschen viel Equipment habt. Also, oh, der erste Klebepress war ja schon mal nicht so cool. Hat jetzt nicht so geschmeckt, ne? Nee, war nicht so schön. Nee. Zeig doch mal. Ah ja, warte. Let's go. Juhu. Ja, der war doch gar nicht schlecht. Ja, aber das war nur einer. Wie soll ich dann weiterkommen als eins? Ja, also wenn ihr merkt, dass es einfach dann zu lange Pausen sind, dann bleibt ihr bei der Zahl. Ja, also macht euch da keinen Stress und verdoppelt dann aber trotzdem immer wieder die Shuttle Run. Also da würde ich jetzt nicht mehr Stress machen. So, Susanne, zeig mal deinen schön gesprungenen. Geh mal hoch. Aber gut, wahrscheinlich ist ein Bar-Muscle-Up noch anstrengender als ein Devil-Press. Okay, pass mal auf. Kippe mal nach vorne durch. Als wenn du hier in den Arsch reingehst und dann gehst du nach hinten hoch. Jawohl, durch. Und dann direkt genau. Nochmal. Die Box muss ein bisschen weiter vorne stehen, glaube ich. Zumindest sieht es von nicht ganz schlecht sehen, aber versuche trotzdem dieses Durchkippen im Arch und dann nach hinten in den Hollow zu gehen. Arch, Hollow hoch. Jawohl. Ist trotzdem anstrengend. Ja, ja. So, mal gucken, was jetzt passiert. Jetzt könnt ihr mal lachen. Die erste Herausforderung ist, in das Band reinzukommen. Jochen, kannst du die Kamera ein bisschen weiter nach links stellen, weil wir sehen dich nicht so gut, da ist das Programm davor. Genau, von so, der Wand in die Richtung. Ja. Hui. So, Beinchen ist drin. Und gleich Peng zwischen die Beine. In. Oh Gott. Das sollte schöner sein. Kannst du mal angucken, wo du da oben nochmal Staub wischen musst und so. Genau, ja, ja. Oh Gott, nee, da will ich gar nicht gucken. Okay, gut, Leute. Das klappt. Alle haben ihre Aufgabe. 7 Minuten Jochen. Lang. Ja? Mhm. Oh, oh. 10 Sekunden. Oh Gott. Geht los mit der Presse der Wasser. Und dann noch. Schön. Richtig schön. Und jetzt? 2. Ja, 2. Come in here to kill it and we burn in a fire. Da bist du ja bei einem Muscle-Up. Ah, ist das schön. Oh.
turn me to the beat. Let me feel your body heat. Ja, ist gut. Ich hab nachgelacht. Body heat. Body heat. Let me feel your body heat. Beams of light cascading. Colors growing hazy. Outside the muffled club. Can't tell what song they're playing. I am outside waiting. See the dancers waving. Twist and turn me to the beat. Let me feel your body heat. Body heat. Aber es ist der neue Zyklus. Das wird jetzt wieder kommen. Body heat. Feel your body heat. Schön eng zu lassen, Susi. Telling me you wanna touch your mic first, even though you have to fucking rhyme, not even back first.
so I do what you feel to say traces. Nobody fuck your business, overcoming all things. So now you tell me you wanna touch your mic. Schön. Ja, Rudi, jetzt ist es drin. Jawohl. Guck mal, jetzt läuft. Ja. Jawohl. Verletzten Reserven. Fertig, oder? War fertig? Fertig. Ja. Hat's gepiept? Ja, ja. Okay. Hat gepiept. Oh Gott. Gut gemacht, Leute. Oh, immerhin 5 Runden, ne? Das war ja mal was ganz anderes heute. Ja, man muss so aufpassen, gerade wenn man so eine ganz andere Bewegungsumfang, dass man da nicht gleich, wenn man die lange nicht gemacht hat, gleich zu viele macht. Weil ich habe jetzt schon gemerkt, dass es mir so ganz leicht in der Schulter zwickt, dann dachte ich, okay, jetzt reicht's. Ja, jetzt passt es wieder, weil einfach der Range of Motion viel umfangreicher ist. Was kommt denn morgen? Also ich habe im Moment Rücken, Ellbogen und Knie. Oh, also morgen kommt ein Girl. Kommt nur Bauch. Ja. Und der Name schon sagt, es ist eine Überraschung, auch zu sein. Immer noch, okay. Und immer noch. Ich dachte. Die Sache fällt jetzt mal rum und der Jochen wird schon irgendwas verraten. Eine Sache. Eine finde ich auch. Also eine kleine. Ganz klein, aber ganz klein, ich überlege mal. Also ich hätte mal Bauch, Beine, Po. Es gibt bestimmt ein Warm-up. Ha, na, Po. Ah, Po. Die Woche Anima. Ich hoffe also, sehr, Burby. Das Warm-up gestaltet die Cecilia. Das Warm-up gestaltet Cecilia. Oh, ich sitze an der Quelle, Leute. Und den Rest habe ich gestaltet, aber da wird nichts, aber auch gar nichts verraten. Hätte noch so sehr Wimbett in mir. Machst du es dann so, dass du in der Gruppe Bescheid gibst, sobald das in der Sportgruppe ist, damit wir nicht laufen und. Nochmal was? Was? Vielleicht kannst du es in die Gruppe reinschreiben, wann du es online gestellt hast, damit man nicht dauernd enttäuscht sind, wenn wir reinschauen, das ist noch nicht da. Genau. Ich brauche gar nicht reingucken, ich stelle es nicht online. Ich stelle es nicht online. Ach, gar nicht? Nein. Ach, okay. Das haben wir dann morgen. Der Trainingsstart werdet ihr wissen, was kommt. Und da müssen wir uns halt einfach mal ad hoc drauf einstellen. Okay. Ja, aber was? Jochen, weißt, man schaut sonst immer, wie am Sonntag, Nachmittag, stündlich schaue ich rein, ist denn das Dashboard schon aufgefallen? So, dann warten wir einfach auf der Info, es ist jetzt da und dann schaut man. Genau. So. Aber leider wird das für morgen nicht funktionieren. So, um 7:45, oder? Leute, habt ihr den Sinn von einer Überraschung verstanden? Ja, ihr habt es heute begriffen, oder ihr wollt es nicht begreifen. Ja, halt zu uns, halt zu uns. Wir versuchen, den Bein zu klopfen. Was also, was macht cool paar, da müssen schon ein paar mehr, wie heißt es so schön, ein bisschen Deutsch Incentives kommen, damit ich nicht weit klopfen lasse, Adelaide. Echt? So schwer bist du zu knacken. Ich bin bestätigt, ja. Oh. Schoko, Schokolade, geht das? Nee, glaube ich nicht. Ich ja. Eher so ich esse ein bisschen. Wie keine Schokolade, ja. Keine Schokolade. Jochen. Bisschen und Eiweiß, nur für Jochen. Was denn, so, Sam? Meine Zahnpasta ist fast alle. Kannst du mir neue schicken? Echt jetzt? Meinst du ernst? Ja. Das mache ich. Ja. Ich muss da bloß mal wieder nach Wasserburg kommen zum Einkaufen, weil für den Laden gibt es nur in Wasserburg. Dann schicke ich dir welche. Juhu. Ich habe nämlich mal, nicht, dass die anderen denken hier, wir sind schon weiter als bekannt. Ja. Als Zahnpasta. Zahnpasta.
Deswegen will ich das Rätsel mal kurz, das Zahnpasta-Rätsel mal lösen. Ich habe jetzt vergessen.